Dankeschön fürs Einschalten. Schön, dass du dich wieder für deine Gesundheit interessierst und auf diesem Kanal gelandet bist. Ganz dringend das Thema. Und zwar, viele sagen, dass man Fettabbau nur systemisch erlangen kann. Ja, das heißt, dass man nur gleichmäßig abbauen kann, das Fett. Und ich sage, nein, meine Hypothese ist nein. Und die werde ich gleich auch belegen, dass das nicht so ist. Du kannst explizit am Bauch Fett abbauen. Und das hat zu tun mit einer kranken Darmflora. Und das ist eine Theorie, die so noch nie Anklang gefunden hat, die ich gleich aufdecken werde, die wirklich ganz, ganz elementar und historisch sein könnte. Und ihr seid dabei, wirklich sehr, sehr spannendes Thema, was ich hier gleich belichten werde. Ja, also wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, wisst ihr deutlich besser, damit umzugehen. Ja, und kann sehr viel für eure Gesundheit auf jeden Fall beitragen. Wie gut und wichtig ein funktionierendes und gesundes Mikrobiom ist, also unsere Darmflora, habe ich bereits erneut an meinem Körper selbst kennengelernt. Und zwar, ich habe eine eigene Kur gemacht. Ja, wir haben ein eigenes Produkt entwickelt, das ist noch nicht auf dem Markt. Ich mache jetzt dafür jetzt keine Werbung. Aber ich sage einfach nur, ich bin seitdem so viel mal noch mal mehr energiegeladener. Es ist unglaublich, wenn man den Darmbakterien quasi das gibt, was sie haben wollen. Das habe ich noch kombiniert mit unserem Purabiotics, ja. Und ich muss sagen, wirklich, wow, wer da Interesse dran hat, der kann gerne unseren Newsletter abonnieren und vor allen Dingen mich auf Instagram, dann werdet ihr da als erstes wissen, wann das Produkt dann rauskommt. Aber nur noch zum Thema, deine Darmflora hat ein Gewicht circa wie dein Gehirn. Wusstest du das? Du hast ca. 10 bis 100 Billionen Zellen. Was ist eine Billion, damit ihr mal Verständnis habt? Eine Billion ist 1000 mal eine Milliarde. Und eine Milliarde ist 1000 mal eine Million. Und das jetzt mal 100, so viele Zellen hast du. Und jetzt Bakterien, das Ganze nochmal mal 10. Diese senden auch deutlich mehr Botenstoffe aus, als deine Zellen es auch tun können. Daher hast du auch ein zweites Gehirn im Darm. Vom Gewicht passt es ja schon mal. Denn die Darmbakterien wiegen ja so viel wie dein Gehirn. Doch behandeln wie tun wir ihn wie den letzten Rüpel. Es fängt schon mit Bio an oder nicht Bio. Wusstest du, dass auf Erdbeeren wurden vor kurzem 9 verschiedene Pestizide gefunden, nicht Bio? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jede einzelne war natürlich im Rahmen. Aber wie ist denn die Wechselwirkung unter den anderen? Pestizide sind dafür da, um Erreger, Wachstum zu hemmen. Was hast du denn in deinem Darm? Das ist voll mit Bakterien, ja? Denkst du, denen geht's damit besonders gut, wenn man Pestizide konsumiert? Natürlich nicht. Das gleiche geht mit Nahrungsergänzungsmitteln. Ich sag euch, die Nahrungsergänzungsmittel, ganz viele, die draußen rumschwirren. Vor allen Dingen, wir sind die einzigen, die ein unabhängiges, laborgeprüftes Zertifikat haben. Nicht von unseren Herstellern. Wir machen das nochmal explizit. Wir nehmen sehr viel Geld in die Hand, um jeden Rohstoff nochmal explizit zu testen. Und wir weisen ganz viele Rohstoffe ab, die einfach so im Umlauf sind. Viele Menschen schaden sich mehr mit den Nahrungsergänzungsmitteln, als sie eigentlich nutzen, weil es so voller Pestizide und was auch immer alles ist, ja. Also achtet da dringend drauf, ja. Oder zum Beispiel unsere Heidelbeeren auch. Die haben wir sogar auf Radioaktivität jetzt nochmal getestet, ja. Ganz wichtig, solche Sachen, ja. Viele denken, die Darmbakterien helfen, die Dinge zu verdauen. Das war's. Nein, sie verdauen nicht nur Nährstoffe, sondern sie stellen sogar Nährstoffe her. Siehe Vitamin K. Entgiftung. Da sie Toxine binden können oder Schwermetalle. Schutz vor Pathogenen, wie zum Beispiel Darmbakterien, wenn die schwach sind. Also deine Darmbakterien. Zu wenig Nahrung haben, ja. Durch zu wenig Ballaststoffe. Zu wenig kurzkettige Fettsäuren quasi bilden können. Werden sie verdrängt durch Pilze, zum Beispiel Candida und so weiter. Und ganz wichtig, Regulation von Entzündungen und dem Immunsystem. Entzündliche Darmkrankheiten, Patienten vor allen Dingen, ja, wie CD, also Crohn's Disease oder Morbus Crohn, weisen immer eine Abnormalität in der Darm-Mikrobiota-Zusammensetzung auf. Und das ist kein Zufall. Wo wir beim Thema sind, wusstest du, dass ca. 70% deines Immunsystems sich im Darm befindet und 80% der Immunreaktionen dort stattfinden? Diese Zellen brauchen Nahrung. Sie benötigen ebenfalls Energie. Unsere größten Energiespeicher sind Fettzellen. Wir haben ca. 2000 Kilokalorien in Form von Zucker gespeichert, in Glykogen, Leber und in Muskeln. Kann ein bisschen mehr werden, wenn du viele Muskeln hast, aber es ist sehr begrenzt. Aber doppelt so viel Fett bei Normalgewichtigen. Die ist natürlich auch deutlich mehr werden, ja. Es gibt ein Fettgewebe, was tiefer liegt als herkömmliches, das viszerale Fettgewebe, auch intraabdominales Fett genannt. Jenes umhüllt deine Eingeweide, aber gerade die des Verdauungstrakts. Das sieht zwar nicht sehr schön aus, hat aber einen Grund, wieso es da ist und wieso es bei einigen vermehrt da ist. Es hat eine wichtige Eigenschaft, kann aber auch auf Krankheit hindeuten deines Darms. Fangen wir mal vorne an. Das Fettgewebe ist das Zuhause für dein angeborenes wie dein erworbenes Immunsystem. Diese Zellen beeinflussen den Stoffwechsel des viszeralen Fettgewebes. Und andersherum. Das Fettgewebe reguliert das Immunsystem der dort lokalisierten Immunzellen. Und das sind, wie oben schon beschrieben, der Großteil deines Körpers. Aber was viel wichtiger ist, es stellt ebenfalls die Energie zur Verfügung, die deine Immunzellen benötigen, wenn sie arbeiten.
Wichtig, zwei Dinge könnt ihr hieraus ableiten. Einen sehr geringen Körperfettanteil schwächt dein Immunsystem, da deine Immunzellen, deren Nahrungsquelle quasi genommen wird, das viszerale Fett, im Bauchraum. Daher sind Wettkampfdiäten höchst riskant. Zweitens, wenn du unter einem Leaky Gut-Syndrom leidest, gelangen vermehrt Moleküle in deine Blutbahn, die dort nicht hingehören. Das heißt, dein Immunsystem arbeitet ständig auf Hochtouren, um diese Partikel zu eliminieren, die dort nicht hingehören, die durch den durchlässigen Darm erst in die Blutbahn gekommen sind. Sprich, Autoimmunreaktionen können folglich erscheinen. Diabetes Typ 1 und so weiter. Aber auch das vermehrte Aufbauen von Depots in der Bauchregion, damit dein Immunsystem genug Reserven hat, wenn es durch den durchlässigen Darm ständig, Anführungsstrichen, Nachtschichten einlegen muss. Das geht aber noch weiter, denn selbst das viszerale Fettgewebe sondert selbst antimikrobiale Stoffe ab und fördert Entzündungen, was ja erstmal auch wichtig ist. Auf der einen Seite, um die Partikel oder Erreger zu eliminieren, die durch den durchlässigen Darm in die Blutbahn gelangt. Daher wird dein Körper wohl kaum das Fett in der Bauchregion abbauen bei einem Leaky Gut-Syndrom. Denn erstens, es wirkt antimikrobial, es entfernt auch Erreger, die dort nicht hingehören. Warum soll dein Körper dieses dann abbauen, ja, wenn du einen durchlässigen Darm hast? Und zweitens, es ist die Nahrung für dein Immunsystem, was sich ja auch ebenfalls um die Stoffe kümmert, die durch den durchlässigen Darm in deine Blutbahn gelangt sind. Warum soll denn dein Körper diesen Immunzellen die Nahrungsquelle dann wegnehmen? Er wird sie doch eher noch aufbauen, wenn das sogar noch vermehrt und immer weiter fortschreitet, ja, durch schlechten Lebensstil. Daher sind Entzündungen schon im gewissen Maße wichtig, aber zu viel kann dann auch nachteilig sein. Doch dies sollte in einem gesunden Maße stattfinden. Hast du zu viel Fette in allen Bereichen des Körpers, werden zu viel Stoffe ausgesendet von deinem Fettgewebe wie Entzündungsmediatoren, die deinen Körper eher schaden, und zwar systemisch, also überall. Vor allem, wenn Gewebe dadurch geschädigt wird und Diabetes entstehen kann oder chronische Darmentzündungen. Das Omentum ist eine Fettfalte, die unterhalb des Magens hängt und die Eingeweide abdeckt und die Bildung von Blutgefäßen und faserigem Bindegewebe unterstützt, das bei der Reparatur beschädigter Organe helfen kann und auch Immunreaktionen zur Bekämpfung von Infektionen fördert. Nochmals, hast du einen durchlässigen Darm, wird dein Körper dies wohl kaum abstoßen, das viszerale Fettgewebe. Jetzt geht es nochmal um das Omentum, das ist das Fettgewebe, was deine Eingeweide umkleidet, gerade in der Bauchregion. Ja? Viele der Immunzellen, die sich im Omentum befinden, sind in Aggregaten zu finden, die als fettassoziierte lymphoide Cluster oder milchige Flecken bezeichnet werden, weil sie inmitten des gelben Fettes weißlich aussehen. In vielerer Hinsicht sind die Milky Spots analog zu den Lymphknoten, denn kleine, bohnenförmige Organe, die überschüssige Flüssigkeit aus peripheren Organen, wie zum Beispiel der Haut, den Muskeln oder der Leber und der Lunge filtrieren. Milchpunkte filtern in ähnlicher Weise die Flüssigkeit, die aus der Bauchhöhle fließt. Die Cluster von Immunzellen in Milchpunkten und Lymphknoten erkennen Mikroben, geschädigte Zellen und Entzündungsmediatoren und leiten entsprechend Immunreaktionen ein. Ihr versteht, wie sehr das Immunsystem und dein Bauchfett bzw. ein nicht funktionierendes Mikrobiom wirklich zusammenhängen. Insbesondere B-Zellen im Fettgewebe sind auf bakterielle und antigen-assoziierte, differenzierte, oft in IgA-produzierende Zellen, also antikörperproduzierende Zellen, die gegen Antigene wirken und andere Eindringlinge, die mit Bakterien im Darm reagieren. Da das Omentum häufig an Rissen in Darm oder Blinddarm haftet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hilft, Organismen abzuwehren, die nach einer Verletzung in der Bauchhöhle gelangen könnten, sehr groß. Inzwischen produzieren T-Zellen im Momentum eine größere Vielfalt und höhere Menge an infektionsbekämpfenden Zytokinen, das heißt Botenstoffe, als ihre Gegenstücke in anderen Teilen des Körpers. So entscheidend ist der Darm, dass die Aktivität höher ist bei den Immunzellen im Darm, daher auch das Fettdepot. Es ist sehr schlüssig, versteht ihr? Denn diese arbeiten viel mehr und brauchen damit auch mehr Energie, diese Arbeit dort zu verrichten. Letztes Jahr haben Jasmin Belkait vom National Institute of Allergy, Infectious Disease und Kollegen gezeigt, dass im viszeralen Bauchfett ansässige T-Zellen bei Mäusen schneller auf eine Infektion reagieren als Gedächtniszellen an anderen Stellen im Körper. Die Forscher fanden heraus, dass die schnelle Reaktion auf einen veränderten Zellstoffwechsel dieser T-Zellen zurückzuführen ist, die sich ja im viszeralen Fettgewebe befinden, der durch eine erhöhte Aufnahme von Fettsäuren und eine erhöhte mitochondriale Funktion gekennzeichnet ist. Da Fettsäuren und Glycerin wichtige Produkte von Fettzellen sind, nutzen ansässige T-Gedächtniszellen wahrscheinlich die Stoffwechselressourcen im Fettgewebe sowohl für ihre Aufrechterhaltung als auch für ihre Fähigkeit zur Abwehr von Krankheitserregern.
Ihr versteht, nirgendwo im Körper reagieren die Immunzellen so schnell und aktiv wie in der Bauchregion, da ihre Nahrungsquelle direkt vor Ort ist. Leider ist die T-Immunzellaktivierung im Fettgewebe nicht immer so hilfreich. In einer Reihe von Studien, die den Zusammenhang zwischen immungetriebener Entzündung und Insulinresistenz bei ernährungsbedingten Fettleibigkeit untersuchten, berichteten Satoshi Nishimura und Kollegen von der Universität Tokio, dass Gedächtnis-T-Zellen im viszeralen Fettgewebe von Mäusen, die mit einer fettreichen Ernährung gefüttert wurden, chronisch aktiviert wurden und entzündliche Chemokine bzw. Zytokine, das heißt Botenstoffe, produzieren, die Makrophagen rekrutieren, also Immunfresszellen, die die Entzündungen und Gewebeschäden weiter verschlimmern. Daher ist es so wichtig, Übergewicht abzubauen, denn zu viel des Guten führt zu viel Entzündungen bis hin zu Gewebeschädigung. So wie eine gute Integrität des Darms zu haben. Eine gesunde Darmgesundheit im Allgemeinen, dazu habe ich eben mehrere Videos auf diesem Kanal schon gemacht, könnt ihr sehr gerne mal durchklicken. Ihr könnt euch auch gerne unsere Produkte, also Probiotik-Reihe mal anschauen, wer da Interesse drauf hat. Wir haben da was ganz Eigenes auch entwickelt. Ja. Fett, so wie ein durchlässiger Darm, fördert Entzündungen. Denn diese haben einen noch weiteren Mechanismus, die treiben dein Immunsystem zusätzlich in den Arbeitswahnsinn. Zur gleichen Zeit, in der die Entzündungswege übermäßig ausgeprägt sind, das heißt extrem viel Entzündung stattfindet, durch zu viel Fett vor allen Dingen auch, ja, oder halt durch einen durchlässigen Darm, können auch die immunhemmenden Mechanismen dysfunktional sein. Das heißt, das Immunsystem die ganze Zeit auf Hochtouren läuft. Das heißt, das Immunsystem arbeitet ununterbrochen, ohne dass es reguliert wird. Ähnlich sieht es auch bei Immunkrankheiten aus. In einer kürzlich erschienenen Serie von Arbeiten aus dem Labor von Diana Messes an der Harvard University wurden bestimmte regulatorische T-Zellen definiert, die sich im viszeralen Fettgewebe befinden. Die Aufgabe von jenen ist, die Immunreaktion zu regulieren, zu dämpfen sowie Entzündungen im Schach zu halten. Adipöse Mäuse, in denen, vor allen Dingen in deren Fettgewebe, diese ganz bestimmten regulatorischen T-Zellen, die ja da sind, um das Immunsystem zu regulieren, wieder nach unten zu dämpfen, auch in bestimmten Regionen, nicht gefunden wurden, ja, neigten leichter zu Insulinresistenz und vor allen Dingen zu erhöhten Entzündungen im Fettgewebe, wie die Forscher zeigten. Zusammenzufassen, das Allerwichtigste ist, Fett erstmal im Übermaße abbauen, denn Fett sendet selbst Entzündungsmediatoren aus, ja, die man schon mal nach unten regulieren möchte. Wichtig ist, nicht zu viel, denn deine Immunzellen brauchen immer etwas Fett. Denn 80% der Aktivität der Immunzellen findet im Darm statt. Von daher ganz wichtig, deine Darmintegrität, das heißt die Durchlässigkeit, wirklich nicht zulassen. Denn wenn das passiert, wird sich vermehrt Fett am Bauch auch ansammeln können, weil deine Immunzellen in der Darmregion jetzt deutlich mehr arbeiten müssen, weil natürlich viel mehr Partikel aus deinem Darm in deine Blutbahn gelangen, die beseitigt werden müssen. Von daher brauchen deine Immunzellen dort auch Fett. Von daher wirst du auf keinen Fall dann Fett verlieren, auch im Darmbereich. Ja? Ganz, ganz wichtig hier nochmal für euch dargestellt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Auf purazell.de findest du wirklich wunderbare Produkte. Dankeschön für deine Unterstützung. Bis gleich auf purazell.de. Ciao, ciao.